Wir schreiben das Jahr 2023 und für extrem viele Marktteilnehmer im Immobiliensegment ist dieses Jahr sehr, sehr entscheidend. Und zwar bekommt der Immobilienmarkt von allen Seiten Druck. Zu einem haben wir die steigenden Zinsen. Das bedeutet, die Zinsen, die wir die letzten 5 Jahre in dem Sinne hatten, wo wir in der absoluten Niedrigzinsumfeld waren, die sind nicht mehr. Das heißt, bei nahezu jedem Vorhaben steht mittlerweile die 4 vor dem Komma. Was natürlich dazu führt, dass das Geld, welches man von der Bank nimmt, um im Immobiliensegment tätig zu werden, teurer ist als die Jahre zuvor. Der nächste Aspekt, der generell den Markt etwas verunsichert, ist das Thema der Politik. Es wird hier in kurzen Abständen und in einer Regelmäßigkeit neue Themen gefordert bezüglich Energie, Wärmepumpen, Sanierungen etc. Diese Aussagen der Politik führen nicht dazu, dass eine generelle Aufbruchsstimmung ist, sondern auch diese drücken auf das Gesamtumfeld. Was dazu führt, dass das Thema, was damals der Fall war, wo ein Immobilienmakler extrem viele potenzielle Käufer für ein Projekt hatte und ja, sich sogar den Besten aussuchen konnte, so ist es gerade bei den Immobilienmaklern jetzt so, diese müssen verkaufen, diese müssen qualifizieren. Hat der Verkäufer überhaupt Druck? Und generell wird immer wieder die Glaskugel angesprochen. Wo geht es in der Zukunft hin? Steigen die Preise, fallen die Preise? Was hat es letzten Endes damit auf sich? Ich möchte dir in diesem Video ein Thema mitgeben, was du auf jeden Fall in diesen aktuellen Phasen niemals außer Acht lassen solltest. Wir sind Partner für die Immobilienbranche und unterstützen mit unserem ImmoProtect-System Akteure, die auf dem Immobilienmarkt tätig sind. Und gerade in den Zeiten, wo das Wort Krise in den Mund genommen wird, ist es umso wichtiger, ein gutes Risikomanagement und eine gute Absicherung letzten Endes zu haben. Dass hier ungeplante finanzielle Engpässe überbrückt werden können. Weil gerade dann, wenn die Auftragslage etwas zurückgeht, es etwas schwieriger wird, in dem Marktsegment Bestand zu halten. Und jetzt kommen noch Risiken, jetzt kommen noch Themen, Rechtsstreitigkeiten on top, Vermögensschäden, Schadensersatzansprüche werden geltend gemacht. Dann ist es jetzt nochmal doppelt schlimm und gilt quasi als Brandbeschleuniger, wie in den Zeiten, wo alles gut gelaufen ist und die Portokasse prall gefüllt war. Deswegen möchte ich hier an dieser Stelle ermahnen, und darauf aufmerksam machen, dass gerade in diesen turbulenten Zeiten ein gut ausgeklügelter Versicherungsschutz für dich umso essentieller ist. Der Schutz ist ganz, ganz essentiell. Was aber auch noch das Thema ist, ist, dass du dir jetzt in dieser aktuellen Phase nicht mehr leisten kannst, so lapidar damit umzugehen wie in der Vergangenheit. Die Zeiten, wo der Versicherungsmakler zu dir einmal alle 2 Wochen ins Büro gekommen ist, mit dir sich hingesetzt hat und analog einen Kaffee getrunken hat, um dann die Versicherungsthemen im endlosen Papierthemenbereich mit dir gemeinsam ausgearbeitet hat, die sind vorbei. Du musst dich nämlich jetzt auf die einkommensproduzierenden Maßnahmen fokussieren. Das heißt, dass diese Themen müssen outgesourced werden und auch digitalisiert. Jetzt entscheidet es sich, wer gute Prozesse, gute Strukturen und wer der Vergangenheit seine Hausaufgaben erledigt hat. Und da sind wir als digitale Ansprechpartner für die Versicherungsbranche tätig. Weil wir haben für unsere Klienten ein komplett digitales System entwickelt. Wir arbeiten mit der neuesten Technik, wir arbeiten mit WhatsApp-Gruppen, wo alle Themen binnen kürzester Zeit geregelt werden und jeder Akteur im Immobiliensegment für die entscheidenden Punkte den Kopf frei hat. Und dieses Thema ist in dieser aktuellen Phase umso entscheidender, weil du musst alle Zeitfresser eliminieren, um dich auf dein Kerngeschäft zu fokussieren.
Dort unterstützen wir. Es ist aber so, es soll nicht alles schwarz gemalt werden. Krise oder herausfordernde Zeiten sind auch immer wieder dazu da, dass sie Gewinner hervorbringen. Die Personen, ja, die in den letzten Jahren oder die Marktakteure, die nicht gut gearbeitet haben, die wenig Rücklagen gebildet haben und wenig vorausschauend agiert haben, ja, für die wird es jetzt umso schwieriger. Wenn du aber deine Hausaufgaben gemacht hast, du hast ein schönes Vertriebssystem, du hast eine starke Brand aufgebaut, du hast Marketingmaßnahmen und hast ein sauberes und ordentliches Risikomanagement und einen Versicherungspartner an deiner Seite, der dich unterstützt, dann hält diese aktuelle Phase extrem große Möglichkeiten bereit. Und was man auch noch tun sollte in dieser Phase, ist sich, egal wie viel neuen Umsatz man macht, auch die Ausgaben einmal unter die Lupe zu nehmen. Und dort ist es so, wann wurde bei deinem Immobilienbestand das letzte Mal geschaut, ist die Wohngebäudeversicherung noch up to date? Wann wurden deine Versicherungsthemen für die Hausverwaltung, für dein Unternehmen das letzte Mal auf den Prüfstand gestellt? Hier ist es so, dass wir bei etlichen Kunden, die wir betreuen, wenn sie zu uns kommen, wir einfach merken, dass der Versicherungsschutz A veraltet ist. Das heißt, er ist gar nicht mitgewachsen und es sind eklatante Fehler in der Absicherung gemacht worden, sodass es im Schadensfall die Person dachte, ich bin gut abgesichert. Aber wenn man genau hinschaut und das Kleingedruckte sich vor die Augen führt, man einfach sieht, es gibt eklatante Lücken. Der zweite Aspekt ist, dass einfach viel zu viel gezahlt wurde. Und gerade jetzt, wenn man sich mal die Ausgabenseite anschaut, dann ist es essentiell zu sagen, ich habe den gleichen oder ich habe einen besseren Versicherungsschutz und zahle signifikant weniger Beiträge für meine Policen. Und wenn man sich das bewusst macht, dass das Thema der risikofreien Skalierung gerade in den aktuellen herausfordernden Zeiten wichtiger ist als jemals zuvor. Krisenzeiten sind Versicherungszeiten. Und man jetzt möchte, A, eine Prüfung, ist das Risiko noch up to date? Sind alle Themen ja standesgemäß abgesichert? Oder B, zahle ich aktuell für meinen Versicherungsschutz einfach deutlich zu viele Beiträge, wo ich extrem viel sparen könnte? Und C, habe ich überhaupt ja meinen Versicherungspartner an meine Prozesse, Strukturen in meinem digitalisierten und umsatzstarken Unternehmen angegliedert oder gibt es hier einfach noch ja Übersetzungsschwierigkeiten? Und weiß ich, dass mein Versicherungspartner immer für mich erreichbar ist, immer für mich da ist und wirklich binnen kürzester Zeit mit der neuesten Methode, mit der neuesten Technik mir zur Verfügung steht? Wenn eine der drei Punkte ja nicht in dem Sinne abgedatet ist oder wenn man Rückfragen hat zu dem Thema Versicherungen, dann habe ich für dich unter dem Video einen Link beigefügt. Damit gelangst du direkt auf unserer Website und kannst dir ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch buchen, bei dem wir uns genau deine aktuelle und individuelle Situation anschauen, deine Wünsche und auch die Zielsituation uns ins Auge fassen und dich dahingehend unterstützen, sodass du risikofrei durch die aktuellen turbulenten Zeiten kommst. Mein Team und ich, wir freuen uns auf dich, dein Marc Sonne.